Ja, Löwenkapitän Patrick Vogel steht bei uns. Patrick, wann seid ihr heute Morgen angekommen? Wir waren gegen 6 in der Kabine, um 7 dann daheim beim Schlafen. Ja, war eine lange Fahrt. Was geht einem bei so einer langen Fahrt durch die Nacht dann durch den Kopf? Also einige Dinge, natürlich gestern das Spiel, da schläft man nicht gut oder schläft man nicht gut ein erstmal. Und ja, die einen oder anderen haben sich unterhalten. Der eine wollte nur allein sein. Es war eine schlechte Stimmung im Bus, ja klar. Jetzt läuft es ja nun wirklich nicht rund in den letzten Spielen. Was glaubst du, wie ihr als Mannschaft da rauskommen könnt? Erstmal müssen wir weiter zusammenhalten, wir müssen aber auch jeder Einzelne muss in den Spiegel schauen und überlegen, okay, bringe ich das, wofür ich da bin, und mehr oder weniger an sich selbst arbeiten. Ja. Jetzt kommt morgen Heilbronn hierher. Heilbronn hat die letzten Wochen sehr ordentlich gespielt, haben sich auch ein bisschen nach vorn gearbeitet. Also auch irgendwie eine blöde Konstellation. Ihr seid natürlich Favorit, aber man hat ja auch gesehen, dass im Moment tut ihr euch halt schwer. Natürlich, im Moment ist schwer und gerade in so einer Serie, in so einer Phase, in der wir jetzt stecken, aber nichtsdestotrotz, wir müssen das Spiel morgen auf alle Fälle gewinnen, müssen einfach von Anfang bis Ende Vollgas geben, alles raushauen, was wir gerade auch heute wieder besprochen haben und ja, an uns glauben, mit Selbstvertrauen das einfach angehen. Wie wichtig wird es da sein, auch vielleicht ein Erfolgserlebnis mal wieder zu haben, vielleicht das erste Tor einfach zu schießen? Enorm wichtig, das sind dann so die Kleinigkeiten, die wir momentan brauchen. Und aber wie gesagt, morgen gibt es keine Ausrede und das Spiel müssen wir gewinnen. Alles klar, dann drücken wir euch ganz fest die Daumen. Danke. Radio Bob und die Löwen Frankfurt rocken die Liga.